Hallo und willkommen zu einer Testfolge, zu einem vielleicht neuen Format. Das werden wir sehen. Und zwar heißt es Retro Panda spielt an. Dieses Mal habe ich mir Parodios für das NES rausgesucht. Also grundsätzlich, das Format soll jetzt nichts revolutionär Neues sein. Es soll eher so eine Art Retro Panda quält sich nur mit guten Spielen sein. Und zwar habe ich mir jetzt Parodios rausgesucht, weil ich ja in letzter Zeit, seitdem ich die Tests mache, die was taugt folgen, so einen kleinen Fan von Shoot'em'ups gekommen. Ich bin überhaupt nicht gut in diesen Spielen, aber die Parodios-Spiele, ich habe da schon einen Test für den Gameboy gemacht und für den Super Nintendo, haben mir beide sehr, sehr gefallen. Als ich jetzt letztens in einer Facebook-Gruppe über Parodios für das NES gestolpert bin, muss das natürlich für meine Sammlung haben. Ich plane dafür allerdings keinen Test, weil ich habe ja schon zwei Versionen getestet. Aber ich dachte mir, vielleicht wollt ihr mich bei dem Antesten vielleicht mal begleiten. Ich mal schauen, wie lange ich spiele. Es wird natürlich kein Let's Play, wo ich das jetzt irgendwie durchspiele. Ihr dürft jetzt keine super kompetenten Spielszenen erwarten. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Und dann steigen wir gleich mal ein. Gleich ein oder zwei Player. Ja, natürlich zwei. Ein. Schon fängt's an. So, und wie auf dem Gameboy kann ich jetzt mir vier verschiedene Schiffe aussuchen. Es ist ja die Besonderheit von Parodios. Das ist ja von Konami auch eher so als Parodie auf diese üblichen Shoot'em'ups gewollt. Deswegen auch der Name, logischerweise. Ich würde sagen, normale Schiffe kann jeder. Wir nehmen das Pinguin. Wenn schon, denn schon. So, Shoot oder Bell Power da. Okay. Auto Power Up. Yep. Machen wir Auto Power Up. Ja, und auf Easy. Wie gesagt, ich bin wirklich nicht gut und ich will euch jetzt nicht hier in einer Tour sterben. Fangen wir an. Da haben wir den Pinguin. Also, ich muss schon sagen, die Musik ist schon ziemlich catchy. Oh. Da fängt schon mal das Sprite-Flackern an. Zack, 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 zack. Leider gibt es hier kein Dauerfeuer. Okay. Auf jeden Fall kriege ich hier immer einen Bonbon, wenn ich hier eine Gegnergruppe. Was natürlich auch ein Power-Up ist. Da sieht man jetzt an den Pinguin, was nach unten immer wegfällt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich habe jetzt gar nicht so genauer recherchiert. Im Zweifel wird das wahrscheinlich im Prinzip die Gameboy-Variante sein. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ah, genau. Die Glocken sind ähnlich wie in der Gameboy-Version. Das haben die aus Pop and Twinbee rüber geschafft. Je länger man die schießt, desto verändert sich ja die Farbe, sieht man da. Ja. Und je nachdem, oh, je nachdem kriegt man ein anderes Power-Up. Je länger man jongliert, desto besser ist natürlich tendenziell das Power-Up. Oh, richtiger Farbwechsel, sehr schön. Deswegen ist das immer so ein kleines Spiel, Risk-Reward-Spiel. Jongliere ich das jetzt lange und wähle ich jetzt ein besseres Power-Up oder schnapp ich es mir gleich und habe dafür ein schwächeres. Also ich muss sagen, ist angenehm farbenfroh, also gefällt mir. Auch die Musik ist sehr catchy und mit dem Pinguin bin ich mit momentan sehr zufrieden. Man kann es natürlich auch mit den anderen Schiffstypen durchspielen, die natürlich auch alle ihre ganz eigene Vor- und Nachteile haben. So, hier haben wir sogar so Killerwale. Kleiner Witz zu den Killerwalen. Die haben echt ein PR-Problem, ne? Die werden ja auch gejagt und so weiter. Die armen Killerwale. Stellt euch mal vor, der Forscher, der die entdeckt hat, hätte die einfach Meerespandas genannt. Dann hätten die einen viel besseren Ruf. Okay, der Spruch muss ich sagen, der ist nicht von mir. Der ist schon uralt. So, nehmen wir mal die blau. Jetzt sind wir hier sogar schon zwei Pinguine. Ha! Also, bisher sieht es mir sehr, sehr ähnlich wie die Gameboy-Version aus. Wobei es natürlich, ja, ich glaube, es ist auch schon ein halbes Jahr her, seitdem ich die gespielt habe. Deswegen habe ich jetzt natürlich jetzt so kein 1:1 Vergleich mit drin. Aber hier gefühlt ist das Blindflackern größer als auf dem Gameboy auf jeden Fall. Oh. Da hat es mich zum ersten Mal erwischt. Na gut. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es aber relativ faire Rücksetzpunkte, wie man sieht. Hab natürlich alle Power-Ups verloren, leider. Aber eigentlich
Na. Wenn man aber das Pech drin hat, ne? Okay, gut. Noch eine Runde. Mir gefällt es auch ganz gut, dass man diese Bonbons quasi oft findet als Power-Ups, die dann aber so gesehen relativ wenig mehr Kraft geben. Aber dafür ist es ja nicht so schlimm, wenn man mal einen verpasst oder ähnliches. Genau, jetzt haben wir wieder unsere, ich sag mal, Bohnenrakete. Wobei es natürlich jetzt keine Rakete ist. So. Ich habe auch das Gefühl, weil es ein Genre ist, kommt auch so ein bisschen auf das Alter an, ne? Also, ich meine, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt uralt bin. Ich glaube, die meisten meiner Zuschauer, also ihr, werdet ja im selben Alter wie ich sein. Das heißt, so irgendwas um mit 30, Mitte 30, also bei mir eher Mitte 30. Ne? Komme ich da durch? Ja. Und man merkt schon so ein bisschen, finde ich, bei manchen Spielen, dass die... Boah, hier haben wir ordentlich Slowdowns. Oh, jetzt bin ich da direkt reingeflogen, ich Idiot. Labern und das Spiel gleichzeitig spielen ist echt gar nicht so einfach, muss ich sagen. Trotz auf einfach. Und was die Reaktionen, die nehmen halt einfach ab. Das merkt man einfach, finde ich zumindest bei solchen Spielen. Continue. Gut, Pinguin sind wir gescheitert. Versuchen wir mal hier das klassische Raumschiff, würde ich sagen. Machen wir wieder genauso und wieder auf easy. Ich habe das Gefühl, das wird kein großes Anspielen. Ah, cool. Kann ich da auch wieder starten, wo ich aufgehört habe? Dazu, ich muss euch jetzt mit demselben wieder langweilen. So, ich versuche mich jetzt mal besser zu konzentrieren. Also ich nehme das jetzt am Mittwoch auf. Ich plane die Folge jetzt Freitag zu veröffentlichen. Ich hoffe, ihr habt alle so schönes Wetter wie ich momentan. Man sieht es vielleicht auch in Lichtverhältnissen. Es scheint schön die Sonne. Wurde auch endlich mal Zeit. Welche sehen Upgrades halt etwas anders aus. Das sind keine Bonbons mehr. Das Raumschiff ist keine Bonbons mehr. So. Dann wollen wir mal gucken, ob ich immer noch zu doof bin. Jetzt haben wir auch jetzt Gegner Pinguine, ne? Ach, die waren vorher, glaube ich, auch da, ne? Also die Stelle hier ist echt knifflig, muss ich sagen. So. Verliere ich hier die mal oben. So gesehen an dieser Stelle, das Slowdown, der hilft sogar so ein bisschen, finde ich. Aber das Flackern ist echt extrem, oder? Also dafür, dass das Spiel ja 1992... stand hier am Startbildschirm. Aber ich muss jetzt einfach danach gehen. Okay, das ist so eine Bombe, die wahrscheinlich alles wegfickt. Hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht. Da konnte man noch mehr aus dem NES rausholen, oder? Ah, das ist der erste Boss. Ja, doch. Das wird analog zum Gameboy hier sein. Im Zweifel wurde wahrscheinlich am Gameboy etwas angepasst. Aber auch hier sieht man natürlich eindeutig so ein bisschen den Stil, ne? Ich meine, hallo, wir kämpfen gegen ein Katzenpiratenschiff. Wo ist das? Nur mal gucken. Wo sind die Weak Spots? Ist das der Kopf? Also das Trefferfeedback ist so etwas. Muss wahrscheinlich sein, ne? Leider hat das Spiel kein Autofeuer. Das heißt, mein Daumen wird nach dieser Spielsession sehr müde sein. Verletze ich das dann einfach so oder gibt das jetzt einfach nur so Geräusche von sich? Wahrscheinlich muss ich die Pinguine irgendwie treffen, oder? Wieder etwas spawnen. Oh, Leute. Ah! Es hat nur ordentlich was eingesteckt. War das jetzt schon der Boss oder war es jetzt ein Zwischenboss? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Muss ich jetzt hier irgendwie vorbeifliegen oder so? Was schießt denn da eigentlich noch? Also ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel vielleicht mal im Original gespielt habt, ich spiele jetzt mit dem Retron 5, was ja quasi nur eine Emulation ist. Aber ich schätze mal, das Original wird dann auch diesen Slowdown haben, oder? Solche Spiele sind ja dafür eigentlich berüchtigt, dass der immer da ist. Oh, jetzt kommt der Boss. Genau. So habe ich ihn auch in Erinnerung. Ja, mal gucken, ob wir den schaffen. Halleluja. Ja,
Okay, ich muss den auf jeden Fall den Typen hier treffen. Ach, der Bauch, okay. Der Bauch scheint die verletzbare Stelle zu sein. Okay, logisch, die Viecher hier, die schützen ja den Bauch. Jetzt muss ich hier wieder drauf achten, dass sie mich nicht berühren. Aber Slowdown ist echt heftig. Schade eigentlich. Also ich meine, auf dem Gameboy lief das echt wesentlich besser. Wobei natürlich hier ist mit der ganzen Farm und sowas, das klingt nochmal ganz anders. Und das Soundchip vom NES, der ist natürlich mal besser. Wobei ich meine, ich kann es aber jetzt nicht garantieren, dass, wollte ich gerade sagen, der Gameboy, der Boss etwas weniger Treffer gebraucht hat. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. So, Level 2. Also Musik ist schon cool. Also ich mag es halt einfach, diesen Ansatz auch mit diesen, ja, dass man zum Beispiel diese Killerfische als Gegner hat und so weiter. Dass das alles nicht so ernst ist, wie das übliche von wegen, mit deinem Raumschiff muss unterwegs sein, die Welt retten, blablabla. Nein, das ist hier einfach, baller dich durch. Soweit ich weiß, war die Story auch sowas, eigentlich auch so bescheuert, so nach dem Motto, ich glaube, euer Vater oder so, dieser Oberpinguin oder was das war. Also, die typische natürlich Welt retten. Oh. Das war knapp. Und die müssen aufhalten, blablabla. Also, ja. Videospiel-Stories, Hintergrundgeschichten aus der Zeit sind jetzt, glaube ich, eh nicht so relevant, sage ich mal. Es geht ja um das Gameplay. Boah, will er. Alles sind wir ganz gut hier ausgerüstet, ne? Zack, zack, zack. Boah, ja, alles hier. Wir schmelzen hier alles. Jetzt stelle ich mich nur noch hoffentlich nicht allzu doof an. Ja, die Musik ist echt gut. Ach ja, die Bombe, die ich nicht brauche. Die kommt immer dann, wenn ich sie nicht brauche, irgendwie. Ja, ihr blöden Küken hier. Was ist das hier? Clowns hier. Wahrscheinlich hier den blinkenden Kopf da irgendwie treffen. Boah! Das ruckelt. Also ich muss sagen, das ist natürlich, dass das so extrem ist. Ich hab nichts gegen so ein bisschen Slowdown oder so, ne? Habe ich nichts gegen. Ist eben so, ne? Bei der Generation. Aber das ist ja schon echt teilweise heftig, ey. Die haben dem System echt zu viel zugemutet. Oder wie gesagt, die Emulation, die spinnt einfach. Das will ich natürlich jetzt auch nicht ausschließen. Aber man merkt schon, wenn nicht mehr so viel los ist. Wobei, ist natürlich auch viele schöne große Sprites. Das ist natürlich schon anspruchsvoll. Ne? Also es ist immer gut was los auf dem Bildschirm, sage ich mal. So, Okay. Ich schleiche mich hier mit gefühlten 5 Frames per Second, wenn überhaupt. Hier durch. Aber ich muss gestehen, momentan stelle ich mich gar nicht so doof an. Wobei, immer wenn ich sowas sage, sterbe ich denn kurz darauf. Das war wieder knapp. So, komm mal her. Wie das flackert. Also. Okay, jetzt bin ich tot. Das war so langsam. Also bisher würde ich echt sagen, das haben natürlich hier keine Power-Ups, dass die Gameboy-Version eindeutig besser ist als die NES-Version. Meistens ist es ja eher andersrum. Wobei es natürlich schön ist, das Spiel ist einfach mal in Farben zu spielen, aber oh, Halleluja. Also das, die ganzen Slowdowns, die erfordern schon sehr viel Toleranz auf jeden Fall. So, ne? So, jetzt ist es auch wieder etwas flüssiger. Jetzt komme ich von hinten. Wir können leider nicht nach hinten schießen. Ich glaube, irgendeins der Raumschiff könnte nach hinten schießen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Spritzen wieder hier. Zack, 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 zack.
Ja. Ja, knapp hier. Der blöde Küken. Zack. Man nennt mich auch den Kükenmetzler. Na, eigentlich nicht, aber. Ich habe auch im echten Leben noch nie, zumindest bewusst, einen Küken gekillt. Scheiße, die kriegen der Boss nochmal. Der ist dasselbe. Ich kann ja nicht nach hinten schießen, das ist das Blöde. Obwohl auf dem Gameboy war etwas anderes. Da gab es diese Lichtschranke irgendwie nicht. Ah, ich glaube, man muss den einfach nur hier rüber gehen lassen und unter die Beine jetzt durch quasi. Ja. So natürlich nicht. Ja, Game Over. Ja, probieren wir es noch. Ja, komm. Yep. Wir versuchen mal ein anderes Schiff, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal alle Schiffe durch. Und dann gucken wir mal. Und dann soll es beim Anspielen danach auch gereicht haben. Also die Musik, die finde ich gut. Ist jetzt auch nichts, was ganz, ganz Besonderes. Sowas wie das berühmte Moon-Theme von DuckTales. Wozu es auch eine witzige Story gibt. Ich habe ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere ja mal den DuckTales-Test auf dem NES gemacht. Und da habe ich wirklich auch unter anderem als Hinterlegung das Moon-Theme von DuckTales genommen. Und das wurde wirklich damals copyright-mäßig geflaggt. Und zwar nicht von Capcom, die ja eigentlich die Besitzer sein müssten, seltsamerweise, sondern von DuckTales, also A-I-S, A-I-L-S. Die haben den Song für sich beansprucht. Das fand ich auch geil. Ich habe dann einfach das entsprechende Lied dann ausgetauscht, weil mir das den Stress jetzt auch nicht so wert war. Aber das finde ich kurios, dass denn irgendein anscheinend Möchtegern-Rechteinhaber einfach irgendwelche Videos fleckt, weil das Lied haben die definitiv nicht gemacht. Da kommen wir jetzt wieder zurück. Ich frage mich, wo ich die treffen muss. Also ich kann den Kopf ja gar nicht so richtig treffen. Also logisch wäre ja irgendwie Kopf an, logischerweise, ne? Aber das waren so meine ersten Erfahrungen mit YouTube. Das war natürlich auch schön, dass man gleich so diese, ich sag mal, Abmahnwelle oder wie nennt man das? Ich will nicht wissen, wie viele Leute, die diesen Musikstück als Hintergrund laufen haben, von denen dann gefleckt wurden, das einfach mit sich haben machen lassen. Weil die damals gab es noch nicht diese Geldverdienengrenzen. Und die haben dann halt einfach einen gewissen Anteil der Einnahmen quasi gefordert. Das wäre natürlich jetzt quasi 0, nichts gewesen damals. Da hatte ich ja noch keine Abonnenten oder irgendwie Leute, die das jetzt großartig geguckt haben. Ich habe das halt dann aus Prinzip dann umgetauscht. Aber so größere Videos und so weiter, also wenn nur so ein gewisser Prozentsatz das denn zulässt, ne? Also dann kann man durchaus ein bisschen Geld machen. Und Capcom kriegt das denn nicht mit? Wenn es jetzt Capcom war, oder war es Konami? Nee. Wo muss ich treffen? Wo muss ich treffen? Ich weiß, dass ich bei den Gameboy-Tests den Boss nicht geschafft habe und einfach per Level-Passwort weitergemacht habe. Das Gesicht kann ich eindeutig nicht treffen.
Danke. Ja, danke. Also immerhin, dass du da durchfliegen, das kriege ich hin. Nee, ich dachte, ich muss vielleicht einfach eventuell weiterfliegen. Ach, das ist ja weg. Ach, das muss jetzt einfach nur überstehen. Achso, wo? Oh. Weil jetzt, oh Mann, man sieht, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Lange, lange vermisst. Ellie ist wieder soweit. Wir verschießen Mini-Octopusse. Pussy, Pusse, Pusse, Pusse. Pussy ist was anderes. Ah! Okay. Damit habe ich es nicht gerechnet, dass jetzt auf mich zugeflogen kommt. Okay, gut. Müssen wir jetzt wieder den langatmigen Boss? Das wäre etwas uncool, weil das langweilig war. Oder auch nicht? Das ist doch. Ah, doch. Gleich muss der. Ja! Ich habe mich schon gewundert, wie ich die Spritzen überlebt habe, ehrlich gesagt. Okay. Klingt jetzt komisch, ne? Ich könnte mal jetzt prima aus Zusammenhang reißen. Wie ich die Spritzen überlebt habe. Ich meine, die im Spiel natürlich, ne? Komm her, Queen. Oh, jetzt sind wir wieder bei dem Boss. Ich dachte, der Boss kommt sofort. Okay. Sind wir beim letzten Continue? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen, ehrlich gesagt. Oh, ich sehe gerade 22 Minuten. Passt. Kriegen wir bestimmt so die halbe Stunde voll oder irgendwie sowas. So, denn das Spiel aus Pop and Twinbee müsste das sein. Dann müsste das mit dem Fäusten sein, die ihn auch wieder zurückgeflogen kommen. Schauen wir mal. Also später kommen die dann wahrscheinlich mit dem Power-Up. Ich würde natürlich auch interessieren, ob euch dieses Videoformat gefällt. Wie gesagt, ist natürlich jetzt nichts revolutionär Neues. Ist quasi so ein bisschen eine Mischung aus Retro Panda Quetzig mit guten Spielen. Einflüsse vom guten Onkel Weidemann vom Kanal Schroff gezockt sind natürlich dabei. Von seiner Serie auf dem Klo. Wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, dann schaut bei ihm unbedingt vorbei. Sehr, sehr empfehlenswerter und vor allem auch sympathischer Kerl. Ist ein Muss eigentlich für jeden, der sich für Retro-Spiele interessiert. Ich hau euch auch noch einen Link in die Videobeschreibung. Die meisten müssten ihn aber ehrlich gesagt kennen. Ich glaube, wir haben mit unseren Abonnenten eine sehr, sehr große Schnittmenge. Ja, kommt her. Also das Schiff bewegt sich schon relativ langsam, ne? Also ich würde sagen, ich versuche nur einmal den Adler. Also der Boss hier ist schon relativ langweilig, muss ich sagen. Wenn man erstmal das hier raus hat, wie man am besten unter den Beinen durchpaldovert. Ist eigentlich nicht schwer und das zieht sich nur in die Länge. Mache ich jetzt noch einmal, dann versuchen wir jetzt mal den Adler, dass der uns nicht allzu sehr überrascht. Wenn ich es schaffen sollte natürlich, ne? Also, schauen wir mal. Das war nicht anspruchsvoll, aber etwas kann natürlich immer schief gehen. So. Aber das finde ich aber auch interessant. In dem Shoot'n'up hat man solche Bosse, eine Frau im Anzug mit Zylinder, der man unter dem zwischen den Beinen durchhuschen muss, hat man nicht oft, würde ich sagen. Okay. Ah, ja gut. Da konnte ich jetzt nichts machen. Konnte ich jetzt höchstens etwas hochfliegen und okay. Ein Versuch haben wir noch. Den nutzen wir natürlich.
Ich weiß gar nicht, wie viel Credits man hat, aber ich will jetzt die Folge jetzt auch nicht unnötig ins Lange ziehen. Vor allem, weil wir natürlich jetzt immer dasselbe sehen. Okay, ein Leben haben wir noch. Ach, der wirft halt immer weiter, je mehr mein Leben man verliert, oder? Kann das sein? Scheint mir irgendwie so. So, wieder hier in einer Mega-Slowdown-Ecke. Ah, da sind die Fäuste, die zurückkommen. Genau die meinte ich. Da habe ich ja auch für das Super Nintendo auch schon den Test gemacht. Finde ich auch sehr schön, die Serie. Ich bin halt allgemein nicht so unbedingt der Fan von diesem bierernsten A-Type und wie sie alle heißen. Ich muss mir auf jeden Fall noch irgendwann dieses 1942 heißt es, glaube ich. Das soll sehr gut sein. Wobei ich glaube, die NES-Portierung nicht den besten Ruf hat. Aber schauen wir mal. Ist immer auf der Wunschliste, wenn ich irgendwann mal drüber stolpern sollte, auf irgendeiner Retro-Börse oder sowas, bin ich denn bei sowas natürlich dabei. Ja. Okay. Gut. Ein neuer Versuch hätte nicht sein sollen. Ja, was haltet ihr von dem neuen Format? Könnt ihr einfach in die Kommentare reinhauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann wird es eher ein unregelmäßiges Format sein, was vielleicht eher mal so Zusatz kommt, vielleicht mal so als Sonntagsfolge oder sowas bei Bedarf. Soll es, denke ich mal, erstmal nicht die Was-Taugt-Folgen ersetzen. Könnt ihr einfach in die Kommentare reinhauen, ob ihr mehr sehen wollt. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Wünsche, was ich so anzocken soll. Natürlich auch eventuell gerne, wo ich schon Was-Taugt-Folgen drüber gemacht habe, wenn ihr mal ein bisschen anspielen noch sehen wollt oder irgendwie sowas. Einfach in die Kommentare. Ansonsten danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.